Reisenbläserklänge am Schanzengelände in Bischofshofen. Zum ersten Mal findet hier beim Österreichhaus ein Adventmarkt statt. Veranstalter ist der Skiclub Bischofshofen. Also es war der Fall, dass im Kostenhof dies nicht mehr zustande gekommen ist. Und dann haben wir uns bereit erklärt, der Skiclub Bischofshofen, dass wir gesagt haben, wir stellen das Österreichhaus zur Verfügung für den Adventmarkt. Die ganzen Stangen sind verteilt. Es sind drin, zum Basteln ist oben für die Kinder, die Bäuerinnen kochen drinnen. Es ist ein Haus der Bewegung und so soll es sein. Also es wird wieder alles richtig in Bewegung kommen. Und es gibt nichts Schöneres zu vergönnen als den Besuch, weil das auch die Bestätigung und auch Dankeschön dafür ist, für die ganze Mühe der Organisation. Aber ich darf mich auch für die 20 Jahre Organisation bei den Stadinger Berchten herzlich bedanken, die was ich das dann schon gesagt hat, dass man so einen Markt nicht nebenbei organisiert. Das war verbunden mit sehr viel persönlichen ehrenamtlichen Einsatz, wo die Familie immer hinten geblieben ist. Zahlreiche Stände bieten Geschenks- und Dekorationsartikel an. Auf keinem steht Made in Hongkong oder ähnliches. Uns war es sehr großen Wert, darauf zu legen, dass wir wirklich reines Handwerk aus unserer Region einbringen. Und ich bin mittlerweile seit einigen Jahren, also vielen Jahren, selbst Marktfahrer und habe da natürlich gewisse Kontakte und Verknüpfungen gehabt und damit ist es uns doch gelungen, einige nette Aussteller herbeizubringen. Auch die Lebenshilfe ist mit einem Stand vertreten und bietet Selbstgebasteltes an. Dann die große Aufregung bei den Kindern. Der Nikolaus kommt, begleitet von den Krampussen. Weil die Kinder immer brav waren, bekommen sie kleine Süßigkeiten. Für Speis und Trank ist ebenfalls bestens gesorgt. Ein Adventmarkt am Schanzengelände ist für Bischofshofen nichts Außergewöhnliches. Die Location ist sehr cool. Wir sind als Behofener natürlich mit dem Skispringen aufgewachsen. Also sind wir auch sehr verbunden mit dem Schanzengelände. Dass da herum das veranstaltet wird vom Schützenhofer Manfred, ist natürlich eine super Sache. Dass auch wieder was ist, nach 2 Jahren Pandemie, sind wir natürlich froh. Und wie man sieht, sind alle Leute begeistert. Ein Highlight ist die Wanderung zum Wasserfall. Der Weg ist mit Fackeln beleuchtet und am Ziel erwartet den Besucher ein Licht- und Wasserspiel. Natürlich weiß man im Vorfeld nie, wie gut eine Veranstaltung bei den Leuten ankommt. Umso größer ist die Freude beim Skiclub Bischofshofen über den regen Besuch. Also da geht richtiges Herz, aber es sind so viele Leute da, mit dem haben wir gar nichts gerechnet. Aber es ist richtig bummvoll drinnen und fuhren und auf der anderen Seite. Also es ist so viel Bewegung da, es ist richtig schön zum Schauen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Zuspruch und dem Zulauf zu diesem Markt. Und ich bin dem Skiclub Bischofshofen zu Dank verpflichtet, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, dies hier zu veranstalten. Und ich glaube, wir können uns stolz sein, dass es uns gelungen ist. Ein herzliches Dankeschön gilt in erster Linie Manfred Schützenhofer für den Mut, dass er den Schritt wagt in der Organisation. Und er hat dann mit Gerhard Demski einen kongenialen Partner gefunden, der ihn da maßgeblich unterstützt. Und ein herzliches Dankeschön den beiden für viele helfende Hände dafür, dass das auf die Beine gestellt haben. An den nächsten beiden Wochenenden, also am 10. und 11. und 17. und 18. Dezember von 13 bis 20 Uhr, findet er nochmals statt. Der Adventmarkt am Schanzengelände in Bischofshofen. Oh.